Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Life in the Woods. Ja, heute wollen wir mal hier unsere Wege schön fertig bauen. Dann müssen wir noch das Berg schon wegreißen, weil ja hier so ein bisschen Gehege hin soll. Für ein paar Tierchen. Und ja, ich würde mal sagen, wir brauchen wahrscheinlich noch Gabor. Wobei, das brannte doch. Genau, meine ich doch. Ja, ich glaube, Gabor haben wir genug. Ich glaube, das Einzige, was uns jetzt wirklich noch wirklich fehlt, ist Holz. Ja, Holz. Zack, zack. Komm her, das machen wir gerade mal weg hier. Block des Zimmermanns brauchen wir gerade nicht. Ich schmeiß das alles mal rüber, was wir gerade so nicht brauchen. Wobei, das können wir noch einschmelzen. Wir brauchen aber immer noch Lava. Ja, quietsch, quietsch. Und ich möchte gerne, haben wir noch Eisen? Warte mal, ja, hör auf zu piepen jetzt hier. Brennen das mal gerade eben, weil ich habe rausgefunden, ja, was heißt rausgefunden? Ich habe gelesen, ich glaube, das drückt es am besten aus, dass man sich einen Rucksack basteln kann, hahaha, ein Rucksack, das ist natürlich schon was Geiles. Den kann man dann hier halt wegen Slot legen und da kann man Sachen reinpacken. Vergrößert das Inventar ungemein. Und dafür brauchen wir aber... Oh, wir haben glaube ich genug Leder. Wir haben genug Leder. Warte mal. So, jetzt haben wir hier nämlich einen Rucksack. Den können wir uns jetzt hier einfach auf irgendwie den Inventarpunkt sehen. So. Das brauchen wir gerade mal nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das nicht. Das behalte ich mal gerade. Die Schaufel packe ich mir auch gerade mal hin. So, wenn ich jetzt hier reinschaue. Tada, doppeltes Inventar. Das alles wird hier drin gespeichert. Das finde ich richtig geil. Weil da kann man zumindest jetzt mal ordentlich in Kloppen gehen. Holz brauchen wir ja, ne? So, Holz. Wir brauchen Holz. Und ich weiß, wo ganz viel ist. Und zwar hier vorne. Holzi, Holzi, Holz. Ja. Gut, dass die ganzen Bäume wieder gewachsen sind, ey. Auch relativ egal, was für ein Holz. Das heißt, wir brauchen hier keinen Eiche oder keine Ahnung was, irgendwas Spezielles. Wird nicht benötigt. Oder ein Gummiholzbaum ist relativ egal. Wir brauchen einfach nur Holz. Hallo Häschen. Ja, ist ja gut. Haben wir nicht so einen Stress hier. So ein Stack wird auf jeden Fall erstmal reichen. Aber ich glaube, so viel fehlte uns bei der letzten Aufnahme nicht. Zack. Na? So, jetzt demonstriere ich euch gerade mal, was ich sagte wegen der Tasche. Das kann ich dir einfach sagen. Hier, zack, gehen wir bitte, zack. So, und packen wir da jetzt das Holz rein. Es ist weg aus dem Inventar, es ist aber immer noch in der Tasche. Und ich vermute mal, diesen Rucksack, den kann man wahrscheinlich auch in, mal mitnehmen hier noch ein bisschen. Habe ich die Sense eigentlich noch dabei? Nee. Bisschen was für ein Komposter hier. Sense wäre das jetzt einfacher. Hier einfach alles platt zum Mähen. Aber wir wollen jetzt ja keine Blümchen sammeln. Wir wollen ja... Ah, cool, eine Hülle. Wir wollen... Nein, da komme ich nicht weit mit. Den brauche ich. Wir wollen ja Holz sammeln. Wobei, wir brauchen Holz, sagen wir mal so. Ich habe auch noch nicht ganz rausbekommen, wofür ich... Alter Schwede. Ich glaube, hier buddeln wir mal länger dran.
Wie hoch ist der Baum? Ganz schön hoch. Wenn ich jetzt schlau gewesen wäre, hätte ich mir jetzt eine Art Treppe hier hochgebaut. Aber wie heißt das schön? Ich bin nicht immer schlau, ne? Da muss ich aber drauf kommen, meine ich doch. Reicht das immer noch nicht bis nach oben? Nö. Ist da was drunter? Ja. Keine Lichten. Oh, der ist echt ziemlich groß, muss ich sagen. So, vielleicht reicht das ja. Mal schauen. Ja, das sieht gut aus. Und nun mal, ich komme auch an. Ah, da oben ist noch mehr. Problem ist ganz einfach, ich muss ja das komplette Bäumchen abbauen, damit hier die Blätter auch weggehen. So. Da habe ich Nick. Doch, da ist noch einer. Ich glaube, dass man einfach den Stamm wegsäbeln könnte. Ich glaube, das geht mit irgendwie einem speziellen... Okay, das darf natürlich nicht passieren. Und einer speziellen Hacke. Dann säge ich einfach nur den Stamm weg und wupp, ist der ganze Baum weg. Hörst du mal auf da? Du nervst. Warte, ich sag dir das. Okay, Seffholz ist da jetzt natürlich drin geblieben. Ist da noch ran? Ja. Das dürfte es jetzt aber, glaube ich... Ey, Alter. Gehst mal auf den Sack, gehst du mir, ey. Oh, ganz viele Pilze. Mitnehmen. Lass mal alles böse Mistviech, ey. So, ich mag zwar keine Gewalt gegen Tiere, aber irgendwann nervt mich das, zumindest beim Arbeiten. Aber passt ja gerade ganz gut. Es wird gerade dunkel, wir müssen sowieso zurück. Wir haben nämlich, glaube ich, genug. Oh, das war genau falsch rum. Wie gesagt, wir nehmen hier noch die ein paar Blümchen mit. Wenn wir was finden unterwegs. Kann man, wie gesagt, zum Kompostieren immer gut gebrauchen. Eichensetzling, wieso wechseln Eichensetzling? So, dann machen wir mal gerade das Holz clean. Achso, das kann ich jetzt. Ah, okay. Dann machen wir erstmal eben unser Inflair. Na, wenn ihr euch wundert, ich habe die Monster momentan immer noch deaktiviert. Und die möchte ich behalten. Zuckermelone kann weg. Präriegras. Roggen. Okay. Blaubeeren behalte ich. Mais behalte ich auch. Da habe ich nur zwei. Das interessiert mich nicht. Hafer möchte ich auch gerne behalten. So, was können wir noch reinschmeißen? Brot, Pilze und Blumen. Zack. Mal gerade kurz rüberholen. So. Zack. Großholzbretter. War auch ziemlich dunkel. Zack. Und hier. Zack. Warte mal, schmeißen wir gerade mal rüber, dass wir ein bisschen Platz kriegen hier. Genauso wie das ganze Gemüse. So. Wir brauchen jetzt ja nur die Bretter erstmal. So, da machen wir mal Stickies von. Jetzt müssen wir zack. Ich glaube, das war Gerüst, ne? Ja. So. Wir brauchen ja immer noch diese
ich glaube, das sollte eigentlich reichen. Werden wir gleich merken, ob es erstmal bis hierhin reicht. Ja, sieht aber bedeutend gut aus. Ich glaube, hinten fehlte uns auch noch was. Der Vorteil ist halt ganz einfach, wenn wir jetzt hier wieder was kaputt machen, wir kriegen ja die Mats wieder. 1:1. Von daher, das finde ich relativ geil. Geh mal gerade schnell pennen. Dass wir die Materialien wieder bekommen. Wir kriegen aber den Carpenters Block wieder und wir kriegen auch das, ja, was wir benutzt haben zum Anmalen wieder. Und das finde ich geil. So. Zack. Die Steine noch? Ne, ich bin schon mal schon, schon wieder weggepackt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sag mal. Das ist ein Mistviech. Gabro, Gabro. Wir brauchen nur nicht, wir brauchen nur den Schüssel. Zack, zack, zack. Kann ich überlegen. Es würde gehen. Noch ein höher? Ne, dann kommt direkt der Block. Wobei, warte mal. Jetzt interessiert mich ja wieder was. Ne, schade, da können wir natürlich jetzt nichts draufsetzen. Ne, hätte er klappen können. Also, wobei, ich glaube, ich lasse das so. Ich glaube, es ist gar nicht mal so schlecht, dass wenn das so ein bisschen erhoben ist. Da brauchen wir natürlich doppelt so viel Steine, aber unten sind genug. So, bin ich jetzt nicht so wild. So, warte mal eben. Schüsseln wir hier mal gerade eben schnell. So, wieso macht er den jetzt hier wieder anders? Ach so, ah, logisch, vielleicht, weil. Ah. Da kennt man auch nicht so wirklich gut, ne? Ein bisschen doof. Hier kennt man es besser, dass es die richtige ist. So, und hier nochmal das Ganze. Auch ganz ehrlich, hier unten erstmal schauen, ne? Das nervt mich dann doch so ein bisschen. Mit dem ollen Lava da. Obsidian können wir sowieso nicht abbauen. So, so. Ach, Alter, das ist immer so fies, dass das manchmal verschwindet. Ja, eigentlich auch wirklich nur ein Bug sein. Genau wie die Geschichte beim letzten Mal mit dem Horst, dass da alles total verzerrt war. Oh, den wollte ich nicht. So, damit hätten wir die Straße schon mal fertig. Erstmal. So, dann schauen wir jetzt mal Ach, deswegen hat man es nicht erkannt, weil die Dinger da oben drauf sind. So, wie viel denn von den Leuchten haben? Ja, das sehen wir eigentlich am besten erst heute Abend, wenn es dunkel wird. Dann fange ich jetzt schon mal an, hier wieder ein bisschen Platz zu machen. Ein bisschen Erde sammeln sozusagen. Mal schauen, was wir da noch alles Schönes finden. So.
Ich weiß gar nicht, wie viel Platz wir brauchen. Auch natürlich ein bisschen Platz. Wobei wir brauchen eigentlich auch nur hier hinten ein bisschen Platz. Das würde wahrscheinlich reichen. Wenn wir hier zurückgehen. Oh, die erste Schaufel ist cut. Wir mussten ja alles wieder mit Erde aufgefüllt werden. Was ist das? Was war das? Ein Flint? Ja, ein Feuerstein. Cool. Stimmt, den gibt es glaube ich aus Kies. Oh, da ist noch einer. Du. Ist vielleicht gerade ein bisschen langweilig. Aber wie gesagt, das muss halt auch gemacht werden. Da muss ich mal noch angucken, wie groß ich das Ganze nachher mache. Ich glaube, das sollte eigentlich so reichen. Oh, das noch weg, das noch weg. Ein bisschen schöner aussehen hier. Wir wollen das ja nicht alles so akkurat gerade haben. Das ist hoch. So, hier reißen wir mal eben das weg. Wie weit wollte ich jetzt gehen? Ich glaube, das ist schon fast zu groß, ne? Egal, ich sammle das mal gerade ein hier, den ganzen Kram. Wir können es ja immer noch wieder dicht schütten. Aber ich wollte meinem Schauen. Die Schuppe ist auch gleich schon wieder kaputt. Also hier machen wir so ein kleines Kreuz. So, wie viel haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich würde gerne 6 freilassen. Ah, dann muss ich. Wir machen lassen 5 frei. Das heißt, wir müssen hier lang, hier auch wieder 3. Also ein kleiner Trampelpfad wäre hier cooler, ne? Wie mache ich einen Trampelpfad? Das wäre, glaube ich, ein bisschen cooler als hier jetzt auch noch Steine zu machen oder Holz. Das wird doch bestimmt auch gut aussehen, oder? Wenn wir hier so mit. Warte mal, dann kann. Der weg. Wenn wir jetzt hier im Endeffekt irgendwie helles Holz nehmen oder sowas als Weg. Oder halt nur, was auch noch eine Möglichkeit wäre, es ist ja ein kleiner Weg. Breit machen, weil das würde doch eigentlich reichen, wenn wir und so. Probieren wir mal aus, wie das aussieht. So. Eigentlich muss das schon fast 3 sein, ne? Oder rüste ich den jetzt doch auf 4 ab, so für den Haupt. Ach, das ist jetzt gerade wieder. Weil dann kann man hier doch noch wieder 2 Türen reinsetzen und verschiebt das Ganze. Ich
Ich glaube, das ist cooler, oder? Wenn wir den auch. Dann muss ich wieder alles umbauen. Also ich persönlich würde das cooler finden. Warte, man konnte doch Erde. Was gab das nochmal, wenn man Erde brennt? Kommt da was mit anfangen können? Getrocknete Erde. Ja, das wird halt einfach nur dunkel. Wie sieht das aus? Ja, mal ganz ehrlich. So als Weg? Das könnte man dann ja auch. Weil das ist mir ein klein wenig zu dünn. Ja, wie mache ich das jetzt? Mache ich den jetzt breiter? Mache da eine Hauptstraße sozusagen hin? Mache jetzt hier getrocknete Erde? Weil die wird ja wahrscheinlich nicht. Also sie geht aber kaputt, wenn man sie ausbaut, auseinanderbaut. Ah, gut, okay. Ich teste jetzt gleich offscreen mal ein bisschen rum. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, wie wir das Ganze bauen werden. Also bis dann. Tschüss.